Wachstum neu denken. Das ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Warum? Offensichtlich haben die Menschen in den letzten 150 bis 200 Jahren zulasten der Umwelt und zulasten zukünftiger Generationen gewirtschaftet. Die aktuelle Phase inmitten der Corona-Krise bietet jetzt die Chance, wichtige Weichenstellungen für ein zukünftig nachhaltigeres Wachstum einzunehmen. Wachstum neu denken ist deswegen auch der Titel der zweiten Ausarbeitung unserer Studienreihe Donner und Reuschel Standpunkte. Zusammen mit dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut erarbeiten wir Denkanstöße, Diskussionsbeiträge und Handlungsempfehlungen zu den Themen Mensch, Gesellschaft und Ökonomie und unter dem Motto »Gemeinsam für eine bessere Zukunft«. Wir leben in bewegenden Zeiten und das nicht nur wegen der Corona-Krise. Vielmehr gibt es sehr langfristig wirkende Megatrends wie die Digitalisierung, den Klimawandel oder auch die demografische Entwicklung, die zu fundamentalen Zeitenwenden führen. Am 22. August hatten wir den Erdüberlastungstag. Das bedeutet, bis zu diesem Tag haben wir auf der Erde die Menschheit alle rein rechnerisch regenerierbaren Ressourcen innerhalb eines Jahres verbraucht. Oder anders ausgedrückt, ab diesem Tag und für den Rest des Jahres leben wir von der Substanz der Erde. Und das wirft einige Fragen auf, angefangen davon, ob Wirtschaftswachstum künftig überhaupt noch opportun ist oder aber Teil der Lösung sein kann. Brauchen wir einen Systemwechsel, um künftig mit weniger auskommen zu können, oder reicht es, ein anderes Wachstum zu generieren, das stärker auf die Lösung der Probleme fokussiert ist? Wachstum neu denken. Der Titel unserer Studie legt schon nahe, dass unseres Erachtens kein Wachstum auch keine Lösung sein kann. Wachstum entsteht wesentlich aus Veränderung und Fortschritt. Und genau diese beiden Punkte, Veränderung und Fortschritt, sind in unseren Augen immanent wichtig, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Wirtschaften erhält in diesem Kontext einen erweiterten Sinn. Wachstum ist notwendig, um die akuten Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Gleichzeitig können wir aufstrebenden Volkswirtschaften und der stetig wachsenden Weltbevölkerung kaum verwehren, ihr Wohlstandsniveau anzuheben. Zudem lassen sich Verteilungskonflikte in wachsenden Volkswirtschaften viel besser lösen als in stagnierenden oder gar schrumpfenden Ökonomien. Dabei geht es nicht ausschließlich um mehr, sondern vielmehr um neues, verträgliches und in diesem Sinne gutes Wachstum. Dazu wurden in den letzten Jahren bereits verschiedene Konzepte ausführlich diskutiert. Unseres Erachtens ist der Ansatz des grünen Wachstums eins der vielversprechendsten. Dabei geht es darum, das Wachstum vom Ressourcenverbrauch und von der Umweltverschmutzung zu entkoppeln und in diesem Sinne ein nachhaltiges Wachstum zu generieren. Dass das möglich ist, haben die Entwicklungen der letzten Jahre bereits gezeigt, in denen das Wachstum der Welt mit einem immer weniger stark steigenden Ressourcenverbrauch einhergegangen ist. Neue Technologien sind dabei ein Schlüsselfaktor für die Generierung weiterer Ansätze für gutes Wachstum. Der Fokus sollte dabei auf qualitativen Verbesserungen liegen. Es ist an der Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu liefern, indem Regeln und Anreize des Wirtschaftens zunächst auf nationaler und später auf globaler Ebene verändert werden. Gutes Wachstum geht dann kongruent einher mit sich ändernden gesellschaftlichen Werten und Vorstellungen. Schließlich ist es das Zusammenspiel von Menschen, Gesellschaft und Ökonomie, das der entscheidende Faktor ist für die Gestaltung des künftigen Wachstums. Unsere Studie soll zu dieser Diskussion einen Beitrag leisten. Wir beleuchten verschiedene relevante Aspekte und zeigen zielführende und umsetzbare Lösungsvorschläge auf. Schauen Sie doch einmal rein.